16:8 Diät. Mit dieser Anleitung klappt das Abnehmen. Die 16:8 Diät hat sich zum großen Abnehmtrend entwickelt. Diese Variante des intermittierenden Fasten soll dabei helfen, gesund abzunehmen und das Körpergewicht zu halten. Alles, was ihr über das Intervallfasten wissen müsst, plus Anleitung gibt es hier. Das Prinzip der 16:8 Diät ist super einfach. Innerhalb eines Zeitfensters von 8 Stunden werden 2 oder 3 Mahlzeiten aufgenommen. Während der restlichen 16 Stunden wird gefastet. In dieser Phase kann sich der Stoffwechsel erholen und das Insulin besser verarbeitet werden. Heißhungerattacken werden so minimiert und die Wahrscheinlichkeit des Jojo-Effekts ist geringer. Die Zeitfenster kannst du so anpassen, wie es dir am besten passt. Optimal wäre es, wenn zwischen den einzelnen Mahlzeiten mindestens 4 Stunden liegen. Während der Fastenphase dürfen nur kalorienfreie Getränke zu sich genommen werden. Alkohol ist während der Essensphase in Maßen grundsätzlich erlaubt. Vorschriften darüber, was während der 16:8 Diät gegessen werden darf, gibt es keine. Man sollte jedoch nicht wahllos schlemmen, sondern darauf achten, was man isst. Neben der Ernährung spielt auch ausreichend Bewegung eine entscheidende Rolle. Nur in der Kombination kann es zum gewünschten Gewichtsverlust kommen. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass man bei der 16:8 Diät etwas mehr Geduld braucht. Denn der Gewichtsverlust findet langsamer statt als bei manchen Crash-Diäten.